Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Willkommen zur neuen Folge des Jorland Podcasts und ich begrüße auch heute wieder unseren Co-Founder und Co-Moderator Besat Rames. Hallo Besat. Hallo. Wir haben natürlich auch wieder einen Interviewgast eingeladen und sind froh, dass er bei uns ist. Er ist in Berlin und dort Frontend-Developer, war früher Consultant bei Monday Consulting und hat dort auch Besat, unseren Co-Founder, kennengelernt, ist seit einigen Jahren als Freelancer unterwegs und seit diesem Jahr ist er auch Teil unserer Jorland Community. Er würde zukünftig gerne mehr remote arbeiten, um reisen zu können. Und das wollen wir uns doch mal anhören, wie er sich das ermöglichen möchte. Herzlich willkommen bei uns, Konstantin Rahn. Hallo. Hallo. Hi Conne, ist das so ungefähr richtig? Das ist, in den meisten Zügen ist es richtig. Ja, wir sammeln ja immer so ein bisschen Infos für unsere Gäste und manchmal ist das dann auch nicht ganz richtig und deshalb seid ihr da. Deshalb bist du da und kannst das korrigieren. Genau. Den Rest können wir tatsächlich im Gespräch auch nochmal erörtern, wenn die Sachen jetzt so sich ergeben. Ja, genau. Aber du darfst dich gerne nochmal so ein bisschen selbst natürlich vorstellen und unseren Hörern erzählen, was du gerade aktuell machst und wo du gerade bist. Und dann gehen wir auf die anderen Themen dann während des Gespräches ein. Ja, ich bin Konstantin. Ich bin gebürtiger Berliner, war zwischendurch Wahlhamburger. Jetzt wieder Berliner, aber auch eigentlich, ja, jetzt so mittlerweile würde ich mich gar nicht mehr zu irgendeinem Ort Deutschlands zählen. Ich bin ganz gerne so unterwegs gerade. Mhm. Und ja, arbeite jetzt, das ist vielleicht die eine Korrektur, die wir vornehmen müssen, arbeite jetzt erst seit einem Dreivierteljahr als Freelancer. Okay. Und ja, bin eigentlich auch so. Ja, seitdem habe ich jetzt irgendwie ein großes Kundenprojekt, wo ich jetzt die ganze Zeit schon drauf bin, wo ich auch immer wieder mal remote arbeite und andere Projekte arbeite ich eigentlich fast nur remote ab. Da sind dann tatsächlich immer nur so, ja, vielleicht so ein, zwei Stunden Termine, die man mal vor Ort zusätzlich hat, aber der Rest passiert tatsächlich komplett remote. Genau, und bin jetzt irgendwie seit einem, habe jetzt auch ein ganzes, so ein halbes, ja, jetzt erst seit einem kurzen, so vor kurzem erst wieder, wohne ich tatsächlich mal wieder irgendwie fest ein bisschen mehr in der Bude. Habe jetzt ein halbes Jahr im Bulli verbracht. Und der wurde mir aber tatsächlich letztens geklaut. Damit, ja, ist es jetzt ein bisschen schwierig. Denn so ganz draußen ist dann auch wieder blöd. Und Zelten ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen kalt. Zumindest in Deutschland. Ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, und von daher bin ich jetzt doch schon immer mal wieder so Airbnb-mäßig unterwegs oder so. Ja, und bin tatsächlich Designer und Frontendler, also ich versuche so ein bisschen alles, so was die Frontend-Sparte hergibt, darzustellen über meine Person. Und genau, soweit glaube ich. Wie war dein beruflicher Werdegang? Ja, ich habe mal bei einem Startup angefangen, die nennen sich Wir Kaufen's. Da war ich am Anfang so ein bisschen Mädchen für alles und habe immer so ein bisschen, für mich viel, für vieles interessiert und gemacht. Hab dann aber gemerkt, dass Frontend voll mein Ding ist. Hab mich dann bei Monday Consulting damals beworben. Bin dann zu Monday Consulting gekommen, hab da 3-4 Jahre dort Consultant gemacht. Und bin dann aber zu Lidl, um mich mal ein bisschen meinen Design-Skills noch ein bisschen mehr zu widmen. Und da noch ein bisschen mehr daran zu kitzeln. Habe da dann nochmal ein Jahr gearbeitet und bin
seitdem ungefähr, nachdem bin ich dann in die Freelancer-Tätigkeit gegangen, mehr oder weniger. Und hast du das studiert oder wie kamst du zu deinen Skills? Nee, studiert habe ich es tatsächlich nicht. Ich habe es einmal versucht, über ein Fernstudium zu machen. Aber da hat mir dann tatsächlich ein bisschen gefehlt, dass jemand ankommt und sagt, wir stellen dich nur ein, wenn du ein abgeschlossenes Studium hast. Das hat mir dann ein bisschen gefehlt. Ansonsten habe ich mir, mein Vater kam irgendwann mal mit 12 zu mir und sagte, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und ich brauche jetzt eine Internetseite. Du bist öfters mal am PC. Mal. Und Klassiker. Ja. Dann habe ich angefangen mit Frontpage. Die Seite kann ich mir heute auch nicht mehr angucken. Die ist also wirklich Heidewitzka. Die startet doch überhaupt nicht mehr, oder? Nee, also es ist schwierig, sagen wir mal so. Es ist kompliziert. Und da ist tatsächlich ein bisschen, da sind viele Sachen, die man nochmal heute, die würde man heute anders machen, sagen wir mal so. Und das war aber so mein Anfang und dann habe ich so ein bisschen mehr Design gemacht und in dem Startup konnte ich dann aber auch tatsächlich relativ viel, da habe ich eine Personaleinsatzplanung geschrieben, so das erste Mal, das waren so meine ersten Gehversuche, wo ich auch ein bisschen Backend gemacht habe. Da habe ich mich aber noch nie wohl drin gefühlt. Ich bin immer schon der Typ eher so, designe gern irgendwie Sachen und mache sie gerne anfassbar, also für mich anfassbar oder anschaubar. Ich sehe gerne, was ich da irgendwie mache. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr mein Ding. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen dann über die Zeit hinweg viel Wissen selbst angeeignet und immer so ein bisschen so eine intrinsische Motivation gehabt, weil es mir halt einfach auch Spaß gemacht hat und ich habe da halt einfach Bock drauf und deswegen hat es ganz gut funktioniert. Ja, nicht ganz untypisch, ne, sag ich mal so, in den Kreisen. Das ist immer wieder zu hören, auch so dieser Werdegang mit 12 dann die erste Homepage gebaut für irgendjemand, der die gerade brauchte oder auch für sich selbst, wie auch immer. Ja. Genau. Ja, spannend. Und wie kam es dazu, dass du entschlossen hast, jetzt als Freelancer unterwegs zu sein? Zum einen, ich war schon immer daran interessiert, so ein bisschen selbstbestimmter zu sein. Ich wollte auch gerne mal irgendwann in Anführungsstrichen richtig gründen, also vielleicht mit einem Unternehmen und selber ein paar Leute dabei haben, mit denen man coole Sachen macht. Ich war schon immer so ein bisschen versucht, irgendwie ein paar Sachen anders zu machen, als sie mir vielleicht andere sagen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch auf den Kunden einzugehen, manchmal, wo ich mir das gewünscht hätte bei meinen Agenturen, für die ich vielleicht mal gearbeitet habe oder so. Und das da dann einfach, ich wollte ein paar Sachen anders machen und dachte mir, so Freelancen ist erstmal ein ganz guter Start, um reinzukommen, um erstmal überhaupt auch Steuern zu kapieren und mal so ein bisschen einfach nur mal reinzuschnuppern, wie das dann ist. Und hatte auch gleichzeitig schon so ein bisschen immer dieses im Hinterkopf, du kannst halt so ein bisschen viel besser dir die Zeit einteilen und ein bisschen flexibler sein. Und das hat mich schon immer sehr gereizt, so diese zu arbeiten, wenn ich dazu einfach gerade Zeit und oder wo ich einfach am meisten Bock drauf habe. Und manchmal setze ich mich einfach irgendwie abends hin und mache halt abends ganz viel oder mache während der Zugfahrt ganz viel, weil ich da halt einfach gerade unterwegs bin und da am besten so irgendwie für mich abschalten kann tatsächlich, so an diesen Momenten, wo mich nichts drumherum irritiert. Und das sind so diese Sachen, die mich da doch unheimlich dran gereizt haben. Und ich bis jetzt sage gerade, dass es der beste Schritt war und ich jetzt sehr begrüße und sehr gut finde. Und sich das viel davon bewahrheitet hat, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, es war ja bei mir ähnlich. Ne? Also ich fand, Monday war ein gutes Sprungbrett auch, weil man halt schon, wurde halt ausgeliehen an Kunden quasi und hat dort halt auch mitbekommen, wenn Freelancer im Team waren und so weiter. Und man war im Prinzip Externer, aber kein Freelancer. Ja. Und das war halt ein gutes Sprungbrett, um zu schauen, quasi, ob man überhaupt mit dem, quasi mit der Arbeitsweise und dem Lifestyle so zurechtkommen würde. Und dann ist es halt ein kleinerer Schritt, als wenn man direkt aus dem klassischen Betrieb oder so
darüber geht als Freelancer. Und es gab auch, glaube ich, ein paar andere aus Malle, die dann wieder selbstständig geworden sind. Ja. Hannes zum Beispiel. Genau. Ja. Obwohl der mittlerweile auch wieder fest angestellt ist. Ja, ich weiß. Ich habe letztens drüber gesprochen. Ah ja, cool. Ja. Ja. Konstantin, ist es dir denn jetzt ergangen zu Beginn deines Freelancer-Jobs? Bist du gut an Arbeit gekommen oder musstest du da ordentlich rühren, bis du irgendwelche Jobs finden konntest? Oder wie bist du das angegangen? Ja, also ich habe, glaube ich, schon so, ich würde jetzt nicht als unheimlich viel empfinden. In der Zeit war es vielleicht schon so ein bisschen so schwierig, weil man wollte unbedingt den ersten Schritt, aber ich habe so, ich glaube, 1,5-2 Monate gebraucht, bis ich dann diese relativ voll ausfüllende Tätigkeit zuerst gefunden habe. Mhm. Das hat mich so ungefähr, 1,5-2 Monate gedauert. War in der Zeit irgendwie so ein bisschen doch sehr viel stressiger, weil man dann irgendwie noch, man wollte jetzt starten und man wollte loslegen. Mhm. Und dann hat sich das dann doch ein bisschen gezogen. Ist aber, vielleicht auch teilweise normal. Hat sich jetzt so für mich auch als vollkommen in Ordnung herausgestellt. Jetzt so mittlerweile bekomme ich immer mehr so, jetzt bin ich Freelancer, dann spreche ich das mal im Freundeskreis an oder wenn ich gerade mal unterwegs bin mit neuen Leuten. Und darüber haben sich jetzt schon so 2-3 Dinge ergeben, wo ich dann tatsächlich nochmal so Remote-Aufträge draus generieren konnte, was ich ganz gut finde, weil da kann man halt so ein bisschen mehr nochmal machen. Aber das ist dann tatsächlich so, das kann ich ganz gut nehmen, diesem, was mich jetzt im Lohn und Brot stellt, neben der Tätigkeit kann ich das auch diese anderen Sachen machen und so ein bisschen mehr mich mal ausbreiten und auch mal ein bisschen andere Sachen machen und auch mehr Sachen machen, die mich interessieren oder die ich richtig cool finde. Das ist halt auch der große Vorteil jetzt davon, dass ich halt einfach sagen kann, ich kann es mir ein Stück weit aussuchen, was ich mache. Ja. Macht mich auch zudem auch nochmal glücklicher, einfach diese zu sagen, okay, mir gibt jetzt nicht unbedingt immer jeder vor, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich sage halt, ja, auf das habe ich Bock und manche sagen, also ich hatte auch schon mal irgendwas, das war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, und da habe ich dann aber auch gesagt, ist jetzt gerade nicht so mein Thema, bin ich nicht so dran interessiert und dann war doch gut für mich, dann war doch okay, weil dann, das war dann nicht unbedingt notwendig. Ist aber auch eine sehr komfortable Situation, in der ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja im Prinzip schon der Schritt, ne? Wenn du das geschafft hast, letztendlich deine Basisfinanzierung sozusagen gefüllt zu haben und dann zu sagen, okay, so, das andere ist on top und da suche ich mir jetzt wirklich auch die Sachen raus, wo ich richtig Bock drauf habe und die mir Spaß bringen und nicht irgendwas, weil ich halt Geld verdienen muss, so, sondern das ist die Motivation in diesen Jobs ist ja dann dementsprechend höher auch. Ja, absolut. Ich gehe da auch tatsächlich für mich selber richtig drin auf und ich merke auch, wie ich mich dann darauf ganz krass anders vorbereite und versuche auch irgendwie zu überzeugen in all dem, was ich mache. Das ist halt, also ich versuche natürlich immer irgendwie zu überzeugen, in egal welchem Job. Ja. Aber da ist halt einfach, gehst mit einer anderen Motivation ran und man denkt dann immer noch mal ein bisschen mehr um die Ecke, weil man halt darauf einfach gerade Bock hat auf dieses Thema. Mhm. Wenn dann auch noch der oder die Kundin angenehm ist, so dass man mit denen vernünftig dann vernünftiges Verhältnis einfach hat, dass man da auf einer guten Basis interagiert, dann finde ich das immer sehr förderlich tatsächlich für mich. Mhm. Ja, schön. Genau. Du hast ja so ein bisschen beschrieben, dass du gereist bist und jetzt dein Bulli weg ist und das heißt, der Anteil deiner Arbeit ist im Prinzip full remote, bis auf vielleicht mal ein Vor-Ort-Gespräch oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, genau. Also nee, so ist es leider nicht ganz. Ich bin 2 Nächte oder 3 Tage die Woche muss ich tatsächlich nach Hannover. Da ist halt, also sozusagen, da ist der Arbeitgeber jetzt, der mich in Lohn und Brot stellt, die meiste Zeit über.
Und da, die haben halt mit mir vereinbart, so ein 60% Vor-Ort-Anteil, genau. Und der Rest ist remote. Die anderen Sachen sind tatsächlich dann immer remote, weil da sage ich dann halt immer, okay, ich mache das gerne und habe da auch voll Bock drauf, aber da müssen wir halt uns irgendwie drauf einigen, dass wir halt immer sagen, wir arbeiten in so einem Wochenrhythmus oder so, wo wir uns dann verständigen, wie wir weiterarbeiten. Aber genau, die anderen Tage bin ich dann in Hannover und die anderen beiden Tage kann ich dann remote von überall aus arbeiten. Wie manchmal ist es auch so, dass ich... Manchmal ist es halt auch so, dass ich dann nochmal eine ganze Woche da nochmal wegbleibe, weil dann irgendwie da auch gerade Messe ist und so und dann ist in Hannover immer ein bisschen schwierig mit überhaupt, da ist selbst ein Campingplatz schon schwierig zu finden. Da ist Hannover dann immer ein bisschen schwierig, aber die restliche Zeit ist, die meiste Zeit ist immer so 3 Tage vor Ort, 2 Tage remote oder halt mal eine ganze Woche. Ich erinnere mich, dass du damals, als ich dir mal gesprochen habe, also ich glaube, das war noch bei Monday, ich glaube, da bin ich damals auf, in Anführungsstrichen, Weltreise gegangen. Ich habe ja gekündigt und wollte dann erstmal quasi ein bisschen reisen und nebenbei halt ein bisschen arbeiten für mein eigenes Startup. Und da meintest du, glaube ich, auch, dass du halt irgendwann auch mal eine Weltreise machen möchtest. Und oder eine längere Reise zumindest. Ist das noch geplant? Ist das quasi so eine Art Weltumrundung mit remoter Arbeit? Ist das noch was, was dich interessiert? Oder? Ja, also jetzt kann ich es mir halt immer mehr vorstellen. Jetzt ist halt irgendwie immer mehr dieser Punkt erreicht, wo ich halt merke, dass ich mich... also das ist jetzt vielleicht aber auch wieder dort, wo wir mehr in diese Richtung auch Bulli und wie mich generell gerade sehe, wo ich gerne lebe. Ich habe halt gemerkt, dass ich diese wenige ganz gut finde. Die sind auch komplett ortungebundene, zeitungebundene. Ich kann halt immer jederzeit überall sein, überall dort arbeiten. Jetzt gerade hole ich mir tatsächlich nochmal einen neuen Bulli und versuche den halt so ein bisschen auf so einen smarten Superbus mir umzubauen, so ein Kit 4.0. Okay. So muss ich dann mit Alexa noch an Bord. Ja, genau. Das soll halt, da kann doch ruhig vorne der rote Streifen immer wabern und mir dann sagen, dass ich jetzt bitte rechts ranfahren soll oder so. Ja, genau. Große Pläne, die ich da habe. Aber ich fühle mich damit halt super wohl, mit diesem tatsächlich immer unterwegs zu sein und diese mir hilft es unheimlich, meiner Kreativität so ein bisschen mehr freien Lauf zu lassen. Ja. Daraufhin, dadurch, dass ich das jetzt schon mal so ein bisschen ausprobiert habe und weiß, dass ich das halt ganz gut finde, ist halt auch immer noch für mich so ein Plan, dann mal zu sagen, ein Jahr, vielleicht auch 2 Jahre mal zu sagen, irgendwie alle 3 Monate einen Ortswechsel und dann vielleicht auch wirklich mit dem Bulli von A nach B zu fahren und einfach dahin zu fahren, wo es mich mal interessiert. Und selbst wenn es erstmal nur eine Europatour ist, würde ich es auch schon schön finden, weil ich auch immer noch in vielen europäischen Hauptstädten oder so noch nicht war, wo mich schon nochmal reizen würde, ein paar Wochen zu arbeiten. Jetzt gerade war ich dieses Jahr erst in Kopenhagen und Kopenhagen hat mich unheimlich umgeworfen, was ich echt gut fand. Das ist eine tolle Stadt. Gerade so auch, was mich sehr fasziniert hat, also das ist wahrscheinlich auch eher ein deutsches Phänomen, aber ich fand es so schön, dass ich alles mit einer Kreditkarte bezahlen konnte. Ja. Dass ich keinerlei Bargeld brauchte. Das ist wirklich so das für deutsche Nomaden Befriedigung. Das ist nicht so oft in Deutschland. Ist so oft, dass wir es immer noch nicht hinbekommen haben, mit Kreditkarte überall zu zahlen. Das Schöne ist so, man sonst kennt man das vielleicht noch so halbwegs, dass man sagt, okay, zumindest an den Imbissen oder so müsstest du nochmal Bargeld haben. Aber halt wirklich jeder noch so kleine Imbiss an der Straße, der Blumenhändler um die Ecke hat einen Kreditkarten gesehen. Kann ich dir nur eine Geschichte aus Schweden dazu erzählen, die sind noch krasser drauf. Die haben ein Zahlsystem entwickelt, das nennt sich Swift.
Da registrierst du dich einmal mit deinem Handy und mit deiner Banknummer. Da kriegst du spezielle Bank-ID von deiner Bank und dann registrierst du da dich. Da kannst du sogar auf dem Flohmarkt die Sachen von privaten Leuten bezahlen damit. Also das ist richtig, richtig komfortabel. Und in Schweden, ich war dieses Jahr knapp 12 Wochen in Schweden unterwegs und da wirst du eher komisch angeguckt, wenn du mit Bargeld kommst, wie du mit Bargeld zahlen. Ne? So, das, aber so kann ich Sachen, gut verstehen, die, diese Europareise. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich bin seit Mai selbst unterwegs im Wohnmobil und eben auch in Europa unterwegs. Und das ist schon toll. Und wenn man das so verbinden kann mit Remote-Arbeit, klasse, ne? Also wirklich toll. Ja, absolut. Genau. Also und dann merke ich halt auch, wenn ich so halbwegs mir meinen Arbeitsplatz auch so im Bus so halbwegs, also schon so, ich bin da tatsächlich trotzdem manchmal noch so ein bisschen, dass ich sage, ich kann jetzt auch nicht in jedem Café arbeiten, weil manchmal nervt es mich dann doch, ich brauche noch mal irgendwie einen zweiten Monitor oder so, da bin ich da auch ein bisschen eigen. Mhm. Dann sage ich, ja gut, okay, dann richte ich mir halt den Bus so ein, dass ich das am Ende machen kann, dass ich da für mich komfortabel habe, dass ich ein Büro habe, dass ich immer Internet habe, was ja übrigens auch sehr schön ist, wenn du im Ausland bist, dass meistens selbst noch an den entlegensten Orten du LTE hast und in Deutschland zwischen Hamburg und Berlin immer noch die alte Krux besteht, dass man doch Internet ist da eher schwierig. Das ist so. Also die größeren Probleme hast du in Deutschland. Im Ausland ist das wirklich, also ich weiß von Leuten, die haben in Rumänien mitten im Wald irgendwo an einem einsamen See gestanden und hatten da LTE-Empfang. Und ich kann es jetzt von meinen Monaten auch nur sagen, dass ich ganz, 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 ganz selten Schwierigkeiten hatte. Als ich ein paar Wochen in Deutschland im Sommer unterwegs war, hatte ich wieder mehr Schwierigkeiten. Das ist so. Ja. Ja, das stimmt. Also das war dann, so ein bisschen während dem, wenn man dann mal so rauskommt und mal anderes kennenlernt, auch nur die Nachbarländer, da muss man schon nur nach links und rechts gucken. Ja. Die sind da schon in vielen Sachen weitaus fortschrittlicher als wir manchmal. Ja. Schon sehr spannend. Also man kann sich da auch so das Beste mit rauspicken. Das macht ja einer unserer Podcast-Gäste, hat das erzählt, Christoph Heuermann von Staatenlos.ch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Da hat er zum Beispiel auch mit dem, hat er halt so ein Google Fire oder so heißt das, glaube ich. Ja, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, von Google auf jeden Fall. Ich glaube, es ist das Google Fire Phone, wo du halt in der ganzen Welt einen guten Empfang hast und irgendwie einen guten Vertrag, wo er, es ist halt relativ teuer, er zahlt, glaube ich, 80 oder noch mehr, $200 im Monat oder so, aber hat dafür halt überall halt Top-Empfang. Oh, krass. Du brauchst halt keine Kartenwechsel, ne? So, das ist echt von Vorteil. Krass. Ja. Cool. Und für Europa hat sich, also mein Co-Founder von Journal Chris, der hat sich in einem Hobbyprojekt mal so ein System gebaut, wo er quasi 5 SIM-Karten kombiniert hat, eine WLAN-Station gebaut hat und 5 SIM-Karten kombiniert hat und dann immer die beste hat dir quasi das Netz gegeben für dein eigenes Hotspot. Cool. Und dann kannst du halt sozusagen von allen Anbietern so die besten Verbindungen. Quasi. Das ist cool. Ja, und halt völlig automatisiert, ne? Das heißt, wenn das eine Netz schwach wird, dann lockt er sich ins nächste ein. Und gut, du hast natürlich 5 Verträge irgendwie oder Prepaid-Karten oder was. Aber ja, Prepaid schon, war das. Ist schon eine feine Sache. Also das ist, wobei es gibt immer mehr. Ich habe im Moment nutze ich eine italienische Karte, die voll EU-Roaming hat. Also das heißt, kann ich auch überall nutzen, außer halt in den anderen Ländergruppen. Zum Beispiel Montenegro bin ich durchgefahren. Den einen Tag war ich dann auf WLAN angewiesen. Ne? So, das ist Ja, genau. Also Europa geht halt ganz gut mit dem Roaming jetzt. Ja. Ich bin halt auch mit meiner, ich habe halt noch so einen Vertrag, wo ich jetzt auch EU-Roaming einfach nutze. Ja. Das geht aber ziemlich gut. Also, ich bin jetzt in Spanien zurzeit. Ja, okay. Ja, ich bin tatsächlich jetzt auch mittlerweile, versuche ich immer mehr für mich gerade, das ist jetzt so für mich mein Experiment, außer tatsächlich das Programmieren, weil da fällt es mir doch noch ein bisschen schwer gerade, aber ich versuche schon, all meine Sachen ansonsten nur noch mit meinem Handy zu erledigen.
Okay. Und versuche da so ein bisschen mehr für mich, gerade die Sachen. Ich habe jetzt mir ich habe jetzt diese Tour bei P20 geholt. Das hatte auch Dual SIM. Mhm. Damit kann ich zumindest immer erstmal schon mal, dadurch, dass ich zwei unterschiedliche Verträge habe, habe ich immer zumindest Netz. Ja. Das ist schon mal ganz gut und immer, meistens auch immer Internet. Mhm. Ist nicht immer gegeben. Also, aber jetzt hatte ich eigentlich tatsächlich bisher, selbst in Irland, in einem verlassenen Cottage hatte ich trotzdem noch Netz. Okay. Also, auch das geht und ich kann all meine, ich mache all meine Buchhaltung und so weiter, mache ich online und kann das halt alles über das Handy machen und deswegen versuche ich gerade für mich mehr so, mein Smartphone irgendwie so als meinen Mittelpunkt zu setzen. Und außer wenn ich dann halt wirklich programmiere oder designe, das macht sich halt einfach jetzt gerade an einem Handy doch noch sehr frickelig und schlecht. Da steige ich dann doch nochmal um auf einen richtigen Laptop. Aber ansonsten komme ich mit dem Handy auch ganz gut klar. Mhm. Auch was zum Beispiel Bezahlen angeht, dass ich jetzt einfach nur noch Google Pay nehme. Und noch nicht mal mehr ein Portemonnaie brauche. Gerade in Kopenhagen, sage euch, es war großartig. Ich brauchte kein Portemonnaie, keinen Schlüssel. Ich hatte nur mein Handy und war damit vollstens versorgt. Großartig. Ja. Deswegen so eine Sachen finde ich ganz praktisch heutzutage. Auf jeden Fall. Absolut. Hast du irgendwelche Tooltips, wo du sagst, ja, das ist total klasse, damit funktioniert das gut? Was jetzt so allgemein meine Arbeit so angeht. Genau. Was du jetzt so nutzt. Du hast Buchhaltung erwähnt oder eben auch die anderen Geschichten. So, was nutzt du da? Ja, also ich benutze tatsächlich so die so ein Google Business Account und benutze da halt relativ viel von dem einfach, weil das kostet mich irgendwie 5 € im Monat und da habe ich halt erstmal schon mal Kalender und habe auch Tabellen und habe eine vernünftige Inbox und weiß ich nicht alles. Da benutze ich eigentlich so die komplette Suite von denen. Und ansonsten, was nehme ich denn noch so? Also ich versuche natürlich auch... Für die Buchhaltung, nimmst du da was Spezielles oder machst du das einfach über Tabelle und... Jetzt gerade ist noch Tabellen, aber da bin ich gerade für mich noch so ein bisschen am... evaluieren. Da muss ich auch nochmal schauen, dass das da gucke ich nochmal, dass das vernünftig abgelegt wird, weil ich versuche ja auch ich möchte ja auch möglichst keinen Papierkram irgendwie anhäufen. Also ich möchte eigentlich auch gar kein Papier mehr haben. Da ist aber nur manchmal mit so der deutschen Steuer, dann muss man nochmal nachweisen, irgendwie irgendein Papierbeleg muss man dann doch nochmal nachweisen können oder so. Aber da versuche ich gerade eine Möglichkeit für mich zu finden, dass das nicht mehr der Fall ist. Da gibt es ja auch schon etliche Tools im Internet. Aber da habe ich tatsächlich noch nicht für mich weitergekommen. Nee, ansonsten, ich bin da, das aber ist so eine ganz Baustelle, die ich habe. Deshalb frage ich da auch nochmal, weil ich da selbst auch noch auf der Suche bin. So, das ist bei mir auch noch nicht abgeschlossen. Also das warte ich jetzt noch, aber das habe ich bisher leider noch nicht benutzt, könnte man aber benutzen wahrscheinlich dafür, meine Bank für geschäftliche Sachen benutze ich Holvi und über Holvi kann man auch eigentlich alle Belege sammeln und kann eigentlich auch die komplette Buchhaltung dort online machen. Habe ich schon gelesen. Und kann auch Rechnungen daraus verschicken und so. Das funktioniert eigentlich auch alles ganz gut und ich mag das doch tatsächlich, die ganze Aufbereitung und so, habe mich aber damit noch nicht tiefergehend beschäftigt und deswegen hapert es dann auch ein bisschen, dass ich nicht den vollen Umfang benutze. Aber die bringen da schon wohl relativ viel mit, dass man soweit in einer App nur noch erledigen kann, was ich ganz gut finde. Und ansonsten habe ich da gar kein so riesiges Toolset. Ich versuche immer ein bisschen für mich möglichst wenig Variationen von Tools zu benutzen, damit ich nicht so durcheinander komme und nicht mehr weiß, wo ich das jetzt was abgelegt habe. Ja. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen da mir meine eigene Ordnung zu schaffen, indem ich einfach erstmal versuche, das mit den Bordmitteln zu lösen, die ich jetzt habe, also mit Google Business und meinem Holvi-Konto und dann habe ich halt noch OnePassword als Passwortmanager, aber das ist ja so Standard. Für mich. Ja. Und der ganze Rest ist halt eigentlich nur noch
programmiertechnischer Natur. Okay. Genau, und deswegen, da bin ich gerade so ein bisschen weg. Und ich benutze, ich benutze halt relativ viel so die Atlassian Suite. So, also Jira und Bitbucket. So halt auch für mich jetzt privat einmal und auch für Kundenprojekte benutze ich sowas ganz gerne, weil das immer ganz gut sich damit arbeiten lässt und die auch ineinander greifen und diese ineinander greifen mag ich eigentlich auch immer ganz gerne, dass man dann nicht nochmal verschiedene Sachen auf verschiedenen Punkten zu liegen hat. Mhm. Ja, cool. Genau. Das ist doch schön, dass, weil ich finde das immer ganz gut, wenn man nochmal so ein paar Tipps von den Gästen mit reinbekommt für die Zuhörer, dann ist doch immer mal wieder was dabei, was der ein oder andere brauchen kann und mal ausprobieren kann. Ne? Ich finde den Hinweis auch nochmal gut von dir, sich auf halt wenige zu konzentrieren, damit man dann den Überblick nicht verliert, weil wenn man, weiß ich, wie viele verschiedene Dinge probiert oder auch einsetzt, dann wird's gleich mal uferlos. Ne? Wie machst du das mit Speicher sozusagen? Alles online oder hast du alles noch auf der mobilen Festplatte gesichert oder wie machst du das? Nee, also ich habe auf meiner Festplatte, mir könnte mein Laptop auch geklaut werden, das wäre mir relativ egal. Das ist eigentlich tatsächlich bei mir alles mehr oder weniger online. Nee, doch, eigentlich ist bei mir alles online. Mhm. Also selbst meine privaten Sachen liegen noch in der Dropbox. Und jetzt auf dem Business-Konto habe ich tatsächlich, auf dem Google-Business-Konto habe ich tatsächlich auch gar keine Beschränkungen mehr, was ich ganz schön krass finde, das vom Speicher her. Ja, das ist echt irre. Und ich deswegen habe ich jetzt tatsächlich gerade keine Notwendigkeit mehr. Ich habe auch tatsächlich noch ein sehr, also vergleichsweise altes MacBook und da sind auch nur 120 GB Speicher drauf oder so. 128. Von wann ist dein MacBook? Er ist von Ende 2013. Ja, ich habe auch noch ein sehr altes. Ich wollte das auch, also ich finde, das funktioniert alles noch ganz gut. Genau, das funktioniert auch. Das ist, bei mir ist tatsächlich nur mein Problem, dass mein Arbeitsspeicher ein bisschen gering, also ja, gering ist 8 GB. Manchmal stößt man da so ein bisschen an seine Grenzen, aber das ist auch nur sehr, sehr selten. Von daher bin damit immer noch zufrieden, der läuft und solange der läuft, werde ich den wahrscheinlich noch benutzen. Und für mich ist da mein MacBook jetzt gerade so. Das funktioniert ganz gut und ich habe jetzt, was ich jetzt tatsächlich benutze für Design, das hat sich als sehr praktikabel für mich herausgestellt, ist ich benutze ein iPad und habe an meinen MacBooks so ein, das nennt sich Luna Display Pro Adapter, ich weiß gar nicht genau, wie der Name ist, Luna Display findet man dann schon, und der projiziert 1:1 den Bildschirm von deinem MacBook auf das iPad und du kannst die Touch-Funktion benutzen. Okay. Und durch diese Touch-Funktion kann man halt auch mit dem Stift relativ genau zum Beispiel ausschneiden oder so. Und das ist so ein bisschen wie so ein erweiterte Graphic-Tablet für dein MacBook. Und das bietet sich gerade, oder ich merke gerade, dass sich das sehr gut für mich anfühlt, weil damit kann ich ganz gut arbeiten. Ich kann diese ganze Oberfläche komplett benutzen und es ist tatsächlich ein ganz cooles Tool, um so einen zweiten Monitor sich mobil zu zaubern, der auch noch diese Grafik-Tablet-Unterstützung hat. Ist tatsächlich sehr praktisch. Nutzt du irgendein fancy Design-Tool? Also ich habe mich letztens mal beschäftigt einfach, wie die German-Seite redesignen und da habe ich mir mal solche Tools wie Sketch und Webflow und es gibt ja mittlerweile ein paar Photoshop-Alternativen oder bist du da auf der Adobe? Photoshop ist ja schon hart mittlerweile zu sagen in dem Bereich, wenn man um Webdesign. Adobe Webdesign. XD. Genau, Adobe XD ist jetzt die der Adobe. Selbst Adobe hat jetzt erkannt, dass Webdesign vielleicht mal ein Ding sein könnte. da ist tatsächlich, ich benutze Sketch für mich jetzt, das hat sich für mich jetzt gerade als super gut herausgestellt. Ich arbeite halt viel mit diesen Bibliotheken, die Sketch schon anbietet. Ich versuche auch dann
Kunden immer so ein bisschen diesen modulareren Aufbau von Komponenten darzubringen, weil man das halt auch ganz gut immer ins Frontend übertragen kann dann. Und das kann man halt in Sketch schon ziemlich gut darstellen. Und deswegen benutze ich für mich gerade Sketch. Es gibt aber auch schon mittlerweile sehr, sehr gute Alternativen, die auch online auch sogar schon alle darstellen können. So Framer und so, die sind tatsächlich sehr, sehr mächtig geworden. Ja, Framer X, richtig. Genau, ja. Genau, und Sketch hat halt nur jetzt lange Zeit diesen Vorteil gehabt, dass sie halt schon jetzt so lange am Markt sind und sich die vielen User abgegriffen haben. Und das ist ganz gut. Und ich mag es tatsächlich auch immer noch. Die hören auch sehr viel auf die Community, gerade was so Weiterentwicklungen anbetrifft. Und das ist halt schon was, wo man merkt, das ist sehr, sehr angenehm, wenn man das Gefühl hat, man bräuchte unbedingt so eine Funktion und man merkt so, obwohl man sich erstmal noch gar nicht dran beteiligt hat, merkt man aber, dass zwei Updates später diese Funktion verbaut wird, weil halt viele die gewünscht haben und die halt darauf eingehen und die da ganz gute Konzepte für mich waren. Deswegen macht mir Sketch persönlich relativ viel Spaß und damit arbeite ich relativ viel. Und für den Rest ist dann halt, aber das ist dann tatsächlich nur Fotobearbeitung, ist dann noch Photoshop. Ich benutze tatsächlich Photoshop fast gar nicht mehr, wirklich nur noch für ein bisschen Fotobearbeitung ab und zu mal. Das ist aber dann doch relativ selten und Sketch ist jetzt eigentlich in letzter Zeit so mein Tool, wo ich fast immer mitarbeite. Ist auch nicht immer gut, aber ich bin ja halt, wie gesagt, ich mag das ganz gerne, wenn ich nicht unbedingt drei verschiedene Tools benutze, weil man kann auch Sketch-Sachen nehmen und dann zum Beispiel mit InVision noch arbeiten, um Prototyping zu machen. Auch InVision hat jetzt ein Design-Tool rausgebracht. Auch die versuchen da so ein bisschen dann in diese ganze Sparte mit einzugreifen. Aber ich versuche halt immer so, mit Sketch kann man jetzt auch tatsächlich auch schon prototypen und so. Und damit reicht mir persönlich schon völlig aus. Ja, cool. Genau. Ja. Konstantin, wie ist das für dich, welche Hauptvorteile oder auch Nachteile siehst du durch die Remote-Arbeit bei dir? Ja, also Vorteil ist tatsächlich erstmal diese einfach super tolle Zeit einteilen, dass ich einfach wirklich sagen kann, okay, ich kann jetzt arbeiten, wo ich jetzt noch Zeit habe oder wo ich gerade an einem Ort bin, wo es mir gefällt und ich kann jetzt arbeiten und machen, worauf ich Lust habe. Das ist halt super gut, dass ich da so flexibel geworden bin, dass ich auch nicht mehr unbedingt immer an diese Remote kann einem auch sehr gut dazu verhelfen, mehr Fokus für seine Arbeit zu bekommen, weil man nicht mehr unbedingt 13 kleine Meetings nochmal hat und Leute, die einen dann vielleicht doch nochmal da irgendwie rausholen, unterbricht dich aber natürlich so ein bisschen in der Kommunikation mit vielleicht anderen Entwicklern oder Designern. Der Austausch, den sucht man dann halt immer eher, also den muss man jetzt halt eher selber suchen. Vorher kam er vielleicht auch teilweise zu einem in der Austausch. Und jetzt ist halt so ein bisschen so, ja, jetzt muss man halt immer selber sich so ein bisschen diese Entwicklerkontakte aufrechterhalten. Aber das ist auch ganz gut, weil so pickt man sich auch so ein bisschen die Leute raus, wo man halt meint, okay, da kann man noch eine ganze Menge lernen und die können einem unheimlich viel beibringen noch in der ganzen Geschichte und wird vielleicht nicht immer nur von unheimlich vielen Einflüssen begeistert, die am Ende sich doch nicht als so super gut herausstellen. Und genau, also Vorteil für mich auf jeden Fall der Zugewinn an Flexibilität und Zeit. Und Nachteil für mich so ein bisschen diese, manchmal mangelt es dann doch ein bisschen an der Kommunikation. Das liegt aber auch ein bisschen immer daran, dass die Teams unterschiedlich aufgestellt sind, welche Mittel sie denn zur Verfügung haben, um zu kommunizieren mit Leuten, die remote arbeiten. Ja, das da muss man dann schon spezielle Wege auch einschlagen, ne? Und das damit das gut ermöglicht wird. Ja. Ja, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja, finde ich auch tatsächlich bisher so die, für mich die größte Herausforderung, weil ja doch schon manchmal, also man muss ja auch sagen, so diese nonverbale Kommunikation ist halt schon irgendwo auch ein
Punkt, der irgendwo manchmal wichtig ist. Und da hilft einfach auch eine gute Video-Meeting-Konferenz. Das hilft einfach schon so irgendwie, um mal zu auch einzuschätzen, wie meint der jetzt da gerade. Manchmal kommt über reingesprochenes Wort ja so ein fachlicher Kommentar dann doch irgendwie anders an oder so. Und dann weiß man nicht genau, wo, in welche Richtung ist es der zu schieben. Und dann ist so ein Video-Meeting schon immer ganz praktisch. Das haben aber eigentlich ja die wenigsten. Dann telefoniert man manchmal oder man schreibt halt im letzten Schluss, schreibt man halt noch eine E-Mail. Und E-Mail ist halt für mich immer noch so ein Kontakt, den ich versuche so ein bisschen für mich ja so wenig wie möglich zu halten. Ja, weil das, also ne, da kannst du so viel reininterpretieren, das in das Geschriebene, das ist wirklich sehr schwierig, finde ich auch mit die schlechteste Variante letztendlich dann, ja. Dann lieber mal ja nochmal sagen, okay, kurz zu einem Telefongespräch verabreden und sagen, wie man es sich gedacht hat, da kann man die meisten Sachen dann sowieso schon relativ gut beiseite räumen, Unstimmigkeiten aus dem Weg schaffen, und das ist immer schon, finde ich, der bisschen bessere Weg dann nochmal. Und das ist so, die sind einzige, wo ich sagen würde, manchmal da kann Remote noch mehr. Ich glaube, da wird Remote auch irgendwann mal mehr können, dass man einfach viel, viel besser diese Technik sich Remote hinzuholt, dass man halt Videochats viel einfacher gestalten kann, so dass sich das halt für mich auch absolut natürlich anfühlt. Und dass ich halt nicht mehr unbedingt diese persönliche Face-to-Face-Gespräch brauche. Da schließt sich auch gleich meine Frage an, die ich allen Gästen stelle. Wo siehst du die remote Arbeit in 5 Jahren? Für mich persönlich oder für alle? Auch, was du magst. Also darfst du beides beantworten, wenn du möchtest. Ja, also für mich persönlich, ich sehe das, dass ich mich da eigentlich gerne bis auf wenige Ausnahmen viel mehr remote arbeiten, also dass ich einfach fast nur noch remote arbeiten möchte oder dass ich halt ungebunden an den Ort arbeiten möchte. Und generell sehe ich das halt immer noch in, zumindest in Konzernen, wo ich halt auch jetzt schon viel unterwegs war, ist halt so, da heißt es ja immer noch erstmal Homeoffice. Homeoffice ist so vielleicht, also ich kann da tatsächlich noch aus der Lidl-Zeit sprechen. Homeoffice ist Maximum 1 Tag die Woche, okay. Der muss halt aber auch vorher beantragt werden, und das ist halt alles mit sehr viel Regularien verbunden, die ich glaube gar nicht so unbedingt, ja, die wären eigentlich auch überhaupt nicht notwendig, aber das ist eine andere Geschichte. Und dass halt da schon tatsächlich noch relativ viel Blockaden sind, und ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt immer noch so, ich hoffe tatsächlich, dass es in 5 Jahren da wesentlich besser aussieht, dass einfach Menschen irgendwie viel flexibler mit ihrer Zeiteinteilung selber umgehen können und man sich irgendwie vielleicht auch zu Meetings irgendwie anders verabreden kann. Aber ich glaube, dass da schon, gerade wenn diese ganze Videochat und Videotelefonie vielleicht noch ein bisschen mehr ausgebaut wird, sodass sowas auch mit der Technologie von 5G, dass man unterwegs super schnell das Internet haben kann, einfach überall, macht es, glaube ich, dann sehr viel einfacher und lässt, glaube ich, auch viel mehr, das auch in den Konzernen zu, dass man mal Homeoffice oder Remote arbeiten kann. Full Remote Stellen als Angestellter in Konzernen in Deutschland kann ich mir auch in den nächsten 5 Jahren schwer vorstellen. Aber das ist, glaube ich, so für mich nur so. Ja. Aus meiner Erfahrung heraus. Also meiner Erfahrung nach gibt es das schon, aber sehr selten. Okay. Also es gibt tatsächlich Konzerne, die das auch promoten, auch in Deutschland. Okay. Ich habe zum Beispiel hier einen Coworking Space in Spanien auch Kolleginnen und Kollegen, die für deutsche Konzerne aber full remote arbeiten. Es wird, glaube ich, flexibler, aber du hast schon recht, es ist schon schleichend, die Bewegung. Vielleicht ist das auch so wie das mit dem Bargeldzahlen, dass es alles so ein bisschen spät bekommt. Ja, genau. Ich glaube, dass die anderen Länder tatsächlich jetzt schon mehr
auf dem Trichter sind und dass wir ein bisschen in Deutschland ein bisschen länger brauchen. Mhm. Das ist alles so ein bisschen verhaltener, was das anbelangt, ne? Ja. Diese, also das, zumindest da gebe ich dir auch, glaube ich, definitiv recht, diese, dass du auch so einzelne Quarters hast, die sich ausgegliedert haben in andere Länder. Lidl hatte das auch tatsächlich vor, sogar auch in Spanien, sodass du einzelne Divisions dort hast, die da sitzen. Aber die auch die sitzen so, die sitzen an einem Fleck zusammen in einem Büro und weniger diese, für mich, also für mich hat sich das nie so richtig angefühlt, wie ich jetzt zum Beispiel remote teilweise arbeiten kann. Ja. Dass ich halt komplett über meine Zeit und über den Ort selber frei bestimmen konnte. Das hat sich so für mich da nie richtig angefühlt. Aber wenn es das gibt, dann finde ich das sehr cool, weil dann habe ich da nie richtig nachgeforscht. Weil sowas hätte mich immer mal interessiert, dass ich da ein bisschen flexibler arbeiten kann. Tatsächlich auch in einem Konzern. Ja, ich kann dir im Nachgang noch ein paar Seiten und Partner zeigen, die das tatsächlich so machen. Konstantin, magst du unseren Hörern noch erzählen, wo wir dich finden können? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Das packen wir dann auch alles in die Shownotes mit rein. Ja, also meine eigene Webseite, die ist noch im Aufbau. Mhm. Das sage ich jetzt nicht schon seit 3 Jahren. Sondern Schuster's Leisten. Ja, die alte heilige Leier. Nein, tatsächlich bin ich da jetzt gerade schon in der Offensive. Deswegen ist bei mir bisher mein Kontakt Xing, Konstantin Rahn, LinkedIn genauso, da findet man mich auf jeden Fall, da auch gerne mit mir in Kontakt treten. Ich bin auch gerne mal für einen Schnack vor Ort zu haben, weil ich bin ja flexibel mit meinem Bulli, wenn er dann irgendwann da ist. Ja, cool. Dann kann ich auch gerne mal meinen Kit 4.0 präsentieren. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann sonst packen wir den Link dann nachträglich nochmal rein, wenn dann der nächste Hörer wieder dabei ist, genau, ja. Ja, sehr cool, Konstantin, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Sehr viele spannende Themen hatten wir hier heute auf dem Schirm und war schön, dass du da warst und bin mal gespannt, ob man sich dann irgendwann vielleicht sogar mal trifft, wenn du dann auch auf der Straße unterwegs bist mit deinem Bulli und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön. Ja, und ihr, liebe Hörer da draußen, wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr zu iTunes geht, wenn euch diese Folge gefallen hat und uns eine Bewertung hinterlasst, ein Abo dalasst und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge vom Churlin Podcast, dem Podcast für Freelancing und Remote Arbeit in der Praxis, wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes.